Ja, hallo, liebe Zuschauer. Zunächst ein kleiner Hinweis. Der heutige Talk mit Herrn Hennebrand, der Badenova, fällt leider aus wegen des deutschen Spiels der Nationalmannschaft. Wir haben das Ganze verschoben, aber verschoben heißt ja nicht aufgehoben. Und somit werden wir einen neuen Termin vereinbaren, der in Kürze stattfinden wird. Ja, und heute mit großer Überschrift steht bei 90 Minutes ein kleiner Bericht. Und zwar DFB-Nationaltorhüterin vor Wechsel nach England. Fragezeichen. Ja, wer könnte das sein? Keine geringere als Merle Fromm steckt dahinter. Man nennt bei der Sportbild dieses Thema sogar als heißes Eisen. Glaubt, dass also der Transfer vielleicht noch im Sommer stattfinden könnte. Merle Fromm hat zwar noch einen Vertrag bis 2025, aber es wäre halt die letzte Chance für die Wölfinnen, eine entsprechende Ablösesumme zu generieren. Soccer Donna hat die Ablösesumme auf 150.000 Euro taxiert. Das ist schon ein schönes Sümmchen. Da könnte man dann sicherlich auch noch mal auf den Transfermarkt zuschlagen. Jetzt ist natürlich so, wo könnte sie hinwechseln? Wo ist da in England eventuell eine Position frei? Manchester United könnte sein, dass Mary Earps dort den Verein verlässt. Da sind ja auch Verhandlungen in verschiedene Richtungen. Warten wir mal ab, wie es dann ausgeht, das Ganze. Aber wenn so Gerüchte irgendwo stattfinden und schon offen darüber gesprochen wird, könnte da durchaus was dran sein. Die Fanschaft diskutiert natürlich, wer könnte Fromm ersetzen. Bei den Wölfen müssen sie vielleicht eine neue Torhüterin holen. Mit Schmitz und Borbel zwei Torhüterinnen, die sich sicherlich dann anbieten würden. Wir können gespannt sein, was sich da in den nächsten Wochen noch tun wird. Wie seht ihr das Ganze? Glaubt ihr, dass Merle Fromm nach England geht? Gibt es da eine Möglichkeit? Sollen die Wölfinnen alles daran legen, dass man Merle Fromm hält? Oder sollte man vielleicht sehen, dass man noch eine Ablösesumme kassiert? Das würde mich mal interessieren, was ihr als Fans, Zuschauer darüber denkt. Also, startet die Diskussion. Ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss.